Willkommen bei einer neuen Folge Welches ist das beste Piano VST? Diesmal suchen wir Antworten auf diese Frage im Bereich Feldpiano. Und wir erweitern diesmal die Suche sogar auf Stage-Pianos. Also nicht nur VSTs, sondern auch ist dieses Thema bei den Stage-Pianos angekommen. Hallo Lukas. Hallo Jörg. Ja, ich freue mich, dass wir uns heute über dieses Thema unterhalten. Warum? Gerade dieses Thema. Warum gerade dieses Thema? Also ich habe mich vor ein paar Jahren ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt und ja, Feldpianos liegen definitiv im Trend. Das kann man wohl sagen. Also es gibt ja inzwischen sehr, sehr, sehr viele. Das Thema kann man wirklich, wirklich mit einer großen Auswahl angehen und die klingen auch alle total unterschiedlich. Und ich glaube, darum geht es auch so. Also beim letzten Mal haben wir die Piano-VSTs mit dem Fokus auf Intimate Piano unter die Lupe genommen. Wir verlassen das Thema also nicht, ne? Also, sondern eigentlich steigen wir noch tiefer ein. Das ist, ja. Also wenn es einen intimen Piano-Sound gibt, dann glaube ich das Feldpiano. Ja, definitiv. Ja, vielleicht hören wir einfach nochmal, wir lauschen nochmal. Also ganz ehrlich, immer kann ich diesen flauschigen Sound auch nicht an den Ohren haben. Das klingt ja alles ganz schön schummrig, ne? Aber zur richtigen Zeit den richtigen Piano-Sound und das ist dann alles sehr, sehr stimmungsvoll, sehr atmosphärisch, ein bisschen verträumt und irgendwie, ja, cinematisch. Ein sehr starker emotionaler Ausdruck, ne? Ja, genau. Also ich kenne ja die Feldpiano so aus der neoklassischen Strömung, wo das ja sehr, sehr verbreitet ist. Und ansonsten für mich als Komponistenproduzent ist Feldpiano natürlich eine tolle Klangfarbe zum Komponieren und zum Produzieren von cinematischen Tracks, weil sich gerade das Feldpiano sehr, sehr gut mischt mit Streichern, mit Flächen. Also immer dann, wenn es darum geht, Stimmungen zu erzeugen, ist das Feldpiano super gut geeignet. Was ist eigentlich ein Feldpiano? Also der Trick dabei ist ja, dass man einen Dämpfungsstreifen hat, der zwischen die Saiten und die Hämmer gebracht wird und der dann dafür sorgt, dass eine Dämpfung stattfindet und da fallen dann natürlich die Obertöne weg und das Ganze klingt dann sofort nicht mehr nach dem brillanten Flügelklang, den man jetzt aus den Popsongs kennt unbedingt. Okay, dann gucken wir uns doch die Instrumente einfach mal an, Plugins. Machen das sehr, sehr gut, teilweise ja auch mit den verschiedenen Materialien. Also irgendwo ist da wirklich dieser Gedanke dahinter, dass man am Sound schrauben kann. Und vielleicht können wir ja mit den beiden Hardware-Instrumenten anfangen. Da haben wir das Nord Piano 5. Da habe ich diesen Feld-Piano-Sound eingeladen aus der Piano-Library. Und ich kann ihn mal anspielen. Ja. Das klingt schon mal sehr, sehr schön, zurückhaltend auch. Es hat trotzdem aber Ausdruck und es ist kein Klangbrei, sondern es ist ganz klar. Aber mir fehlen so diese Details, das Klicken und so, wie man das in anderen VSTs hat. Da hört man ja die ganzen Hämmer und diese ganzen schönen Nebengeräusche. Das hat man hier weggelassen, aber ich kann mir auch vorstellen, aus welchem Grund. Ja, also es wäre jetzt nicht mein allererster Gedanke, ein Feldpiano jetzt in einem Stage-Piano wirklich auf der Bühne bei einem Konzert mit einer Band zu spielen. Bei dem typischen Piano-Sound, den man in der Band spielt, der ist ja dann teilweise schon auch ein bisschen drauf getrimmt, dass der sich im Bandsound gut durchsetzt, dass der über eine PA gut klingt, dass der sich gegen die anderen Instrumente, gegen Gitarren behaupten kann. Ja. Und das ist ja eigentlich jetzt von der Anforderung so ein bisschen das Gegenteil von einem Feldpiano, wie ich es jetzt kennengelernt habe. Total, total was anderes. Deswegen die Piano-VSTs, die wir gleich hören werden, da ist dann ja wirklich ganz viel, da wummert dann schon auch mal irgendwie ein Hammer oder eine Saite schnarrt. Das sind eigentlich die Dinge, die ich auf der Bühne überhaupt nicht haben möchte. Ja, vor allem, ich denke mal, wenn du in das Sustain-Pedal trittst, ja, und das macht ein Riesengeräusch,
Das über die PA, da fliegen die Leute in den ersten beiden Reihen weg. So. Genau. Das geht einfach nicht. Und ja, der Effekt ist, dass dann der Front of House dich gleich mal runterzieht oder dir alle Bässe killt, damit das Genau. nicht nochmal passiert. So. Also es ist eigentlich überhaupt nicht das, was man live haben möchte. Genau. Kannst du noch mal ein paar Akkorde spielen? Ich will einfach noch Ja, mal gerne. hören. Ja, also es klingt wahnsinnig aufgeräumt. Es klingt sehr, sehr weich. Es klingt auf keinen Fall brillant. Das möchte man ja auch nicht haben. Aber es ist, finde ich, es ist eine gute Mischung aus dem charakteristischen Feldpiano-Klang, aber trotzdem in so einer Form, Ja. wie es nützlich ist, in einem E-Piano zu haben. Ja, total. Das finde ich auch. Und es gibt ja diese Filtereinstellung hier im Nordpiano und auch beim Stage. Du hast, glaube ich, das Stage auch bei dir, ne? Ich habe das Stage auch jetzt gerade nicht aufgebaut, aber ich habe auch ein Stage, genau. Genau, und diese Timbre-Einstellung. Und da kann ich jetzt war ich im Soft Mode, ja? Also ist noch weniger. Und jetzt gehe ich in den Mid-Bereich. Jetzt kommt schon mehr durch. Und dann gibt es noch die Bright-Einstellung. Und da hört man schon auch so, dass der Hammer auf der Saite dann so ein bisschen ansetzt. Also es hat so ein bisschen Hochtönanteile und das erinnert mich auch an, ja, an ein echtes Piano, wo dieser Filzstreifen gerade in dem mittleren Bereich immer mehrere Saiten auch mit berührt und dadurch entsteht so ein komisch diffuser Attack. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Das kommt hier sehr gut rüber. Sehr Gefällt schön. mir sehr gut, muss ich sagen. Auch Ja, gerade und auch. diese Pride-Option, die ist, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man. Ja. Also, ich meine, Stage-Piano muss ja nicht unbedingt heißen, dass man mit Band spielt. Man kann ja auch ein Na, klar. Solo-Piano-Konzert geben damit. Aber wenn man mit Band spielt, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich dann eben in diesen Pride-Modus gehe, weil damit kriegt das Ganze nochmal so ein bisschen Brillanz im Rahmen dieses doch soften Feldpiano-Klangs. Ja, absolut. Das ist sehr, sehr gut getroffen. Und auch in den Bässen, da klingt es nach einem kleinen Klavier. Sehr schöner Sound. Lass mich doch mal dein Yamaha CP73 hören. Genau, wir haben hier das CP73 von Yamaha. Und genau, ich spiele einfach mal. Klingt völlig anders, ne? Ja, das hat auch einen ganz eigenen Charakter. Aber was mir da auffällt, die sind, glaube ich, auch einen sehr ähnlichen Weg gegangen. Also dieses ganze Kleinkrams, das ist nicht so präsent. Und das ist eigentlich ein gut spielbarer Sound. Du kannst ja sogar so dichte Voicings, so jazzige Voicings spielen und es klingt immer noch transparent irgendwo. Ja, und das ist auf jeden Fall wünschenswert in einem E-Piano, weil ich möchte auf einem E-Piano einfach so spielen, wie ich es gewohnt bin, auf einem E-Piano zu spielen. Ich möchte da nicht, dass es anfängt zu wummern und dass irgendwie ansatzweise ein Klangbrei entsteht. Und auch das hat Yamaha Ja. hier wirklich gut hinbekommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das mit einer Band zu spielen. Gerade hier unten hört man das auch sehr schön mit dem Filz.
einen sehr schönen Tonansatz. Und es ist auch sehr dynamisch spielbar. Also diese leisen. Genauso aber. Und auch hier haben wir mit diesem Tonregler die Möglichkeit, ein bisschen den Sound einzugreifen, um zum Beispiel die Höhen ein wenig hervorzuheben. Dadurch werden natürlich auch die Nebengeräusche noch ein bisschen besser hörbar. Ja, das ist total super. Die klingen wie angetupft. So. Ja. Das Attack ist wunderschön. Das Attack, aber auch beim Loslassen hört man, dass da was passiert. Ja, okay, das ist hier nicht. Das ist schon vorhanden, aber es ist nicht so ausgeprägt. Ja. Doch, das haben wir hier auf jeden Fall. Oh ja, das ist sehr deutlich. Ah ja, wenn ich das wenn ich das Pedal spiele. Dann wird es noch deutlicher, ja. Ja, also auf jeden Fall sehr gut spielbarer Feldpiano-Sound, bei dem ich mir gut vorstellen kann, dass der live wirklich gut funktioniert. Absolut. Okay, dann lass uns doch die Piano-VSTs einmal angucken, um auch noch mehr Details zu hören, weil da erwarten uns wirklich viele, viele Feinheiten. Und ja, eine gute Kopfhörer ist angesagt. Genau, also hier haben wir das Noir aus dem Hause Galaxy Instruments. Und das Besondere an diesem Piano-VST bzw. dieser Library ist, dass sie in zwei verschiedene Varianten aufgenommen wurde. Einmal Pure, also nicht als Feldpiano, und einmal eben in dieser Feldvariante mit dem Dämpfungsstreifen. Und ich habe jetzt hier mal diese Feldvariante geladen und spiele einfach mal an. Klingt ganz schön trocken, muss ich sagen, jetzt so. Aber trotzdem, das klingt super. Was ich bei Noir besonders beeindruckend finde, ist die Dynamik. Also wie reagiert der Klang auf die Anschlagsstärke hier auf der Tastatur? Wow, das ist ein krass. Derartiger Umfang. Deswegen spielt sich das so gut. Toll, das ist wirklich toll. Aber es ist natürlich auch ein Unterschied zu dem Upright-Sound, den man sonst eigentlich erwartet. Das ist ja ein Flügel. Genau. Ja, bei den Feldpianos, die man erstmal so kennt, dann denkt man dann normalerweise eher erstmal an Upright-Pianos. Mhm. Jetzt ist das hier bei einem Flügel gemacht, und zwar bei einem prominenten Flügel, und zwar bei dem Modell von Niels Frahm, der für diese Library aufgenommen wurde. Ja. Und der hat dann natürlich schon seine ganz bestimmten Vorstellungen und Anforderungen an das Instrument. Und das wurde hier jetzt eben in einer Library verpackt, und ich finde, es spielt sich wahnsinnig gut. Ich habe ein anderes Instrument, das man eigentlich auch direkt mit Niels Frahm in Verbindung bringen kann. Das ja, ist auch von Native Instruments, und das ist das Unacorder. Das ist wiederum ein Upright, aber auch besonders. Das ist eigentlich für diese Dämpfung gebaut, also dass man mit verschiedenen Materialien hantieren kann, und es hat nur eine Seite pro Ton. Und das klingt natürlich ganz anders. Musik.
ein toller also Sound. ist auch super, oder? Ja. Echt, also der schwingt halt nicht so, der klingt gar nicht so klavierig irgendwie, wie man upright erwarten würde, weil es eben keine Chöre hat, sondern nur eine Seite pro Ton. Aber ich finde diese Attacks unheimlich schön, diese ganzen Geräusche da drin. Ja, auch gerade wir hören jetzt gerade mit Kopfhörern und was da so alles passiert mit einem Ton. Ja, man sitzt so im Sound, das ist völlig verrückt. Und es ist auch hier, die Dynamik ist Wahnsinn. Man spielt automatisch auch so ganz stimmungsvoll damit. Das verleitet einen schon dazu. Ist wirklich ein ganz, ganz fantastischer Sound. Also hier, da kann man verschiedene Stoffe dann benutzen, die zwischen die Hämmer und Saiten gebracht werden mit Fabric. Da hat man jetzt hier Silk, Cotton, Leather und Filz natürlich. Und das klingt auch anders. Aber dafür muss man das sicher mal ein bisschen lauter stellen. Kann man das ganz genau hören? Also eine tolle Funktion. Man kann die Mechanikgeräusche hier natürlich auch lauter ziehen. Ich mache mal das im Attack ein bisschen weniger wieder und mache dann die Mechanik lauter. Vielleicht sollte ich es auch einschalten. Jetzt klimpert alles hier richtig rum. Das ist natürlich viel zu laut, aber es ist auch schön, wenn man damit experimentieren kann. Also eben haben wir Nils Frahm erwähnt und diesen Sound Feldpiano, den habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, bei einem Album von Chilly Gonzales, Solo Piano. Kennst du das? Ich weiß, dass es das gibt, aber vielleicht habe ich auch schon mal reingehört, aber ich habe es jetzt nicht so auf dem Schirm. Also das kennst du bestimmt. Das passt aber natürlich auch sehr gut zu diesem Feldpiano-Sound, muss man sagen. Das ist ja, genau. Also er hat ja wirklich mit Solo-Piano, das war sein erstes Piano. Da gibt es auch dieses Notenbuch, ich kann das wirklich wärmstens empfehlen. Das ist sehr, sehr liebevoll gemacht und da sind die Stücke ausnotiert und was ich da eben angespielt habe, ich habe es gerade gesehen, das heißt Dot. Aber wir können noch weiter in die Zeit zurückgehen. Ich glaube, noch ein Vertreter dafür ist Bill Evans. Kennst du bestimmt. Absolut. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig spielt. Aber das Stück, daran erinnere ich mich immer, wenn es um diesen Sound geht. Eines der ersten Stücke, die ich gelernt habe, als ich mehr Richtung Jazz und Realpop gegangen bin. Okay, aber ich würde in der Zeit noch weiter zurückgehen, nämlich zu Erik Satie. Das klingt auch wahnsinnig, wenn man das so spielt, mit einem Feldpiano. Auch das ganze Geklapper und diese Atmosphäre passt perfekt. Funktioniert wunderbar. Klingt sehr schön, Jörg. Ein Piano VST mit vielen Funktionen, wenn wir darüber reden, dann kommen wir natürlich an Pianotech nicht vorbei. Ich habe das hier dran, da ist jetzt erstmal ein Flügel. Und um jetzt ein Feldpiano herzustellen, da gibt es ja verschiedene Piano-Modelle wie ein Steinway-Flügel,
Steingräber, Grotian und so weiter, aber auch ein Upright U4. Da nehme ich jetzt einfach mal das erste Preset. Und das klingt erstmal nach einem Upright-Klavier. Und dann gibt es hier, genau, das Celeste oder Moderator-Pedal. Und das kann ich auch so runterklappen. Und dann haben wir eigentlich schon ein Feldpiano. Also im besten Sinne. Und das klingt schon okay, finde ich. Aber ich denke, da geht noch mehr. Also es klingt jetzt erstmal okay. Also ich finde das ganz schön, ganz charmant auch. Und ich bin da fündig geworden. Ich habe da ein bisschen rumgesucht in den bei den Flügeln vor allem. Und wenn man hier so durch die Presets schaut, dann sieht man, dass überall Feldpianos auch sind. Also es gibt immer ein Preset, das irgendwas mit Feld bedeutet. Und da bin ich beim Grotian Flügel fündig geworden. Das fand ich irgendwie am coolsten. Das hat einen ganz tollen Sound von sich aus schon. Also da sind so irre Nebengeräusche drin, da so ein Sirren ist da im Hintergrund. Man hört die Mechanik klappern, das Pedal ist da. Toller Klang. Also den kann man auch super, super sensitiv spielen. Und ist dann auch ganz ausdrucksstark. Und das, was ich schön finde, der funktioniert auch so, ja, wie würde man sagen, Singer-Songwriter-mäßig. Also dass man was mir dann aufgefallen ist, das ist diese Funktion hier. Hier sieht man an den Reglern, dass da so ein blauer Streifen drunter ist. Und das ist eine Humanize-Funktion. Also ich kann für diesen Parameter humanizen, dass mit jedem neuen Anschlag dieser Parameter anders ausgelesen wird. Also es bedeutet jetzt hier zum Beispiel beim Tuning, beim Unison-Tuning, dass jeder Ton ein anderes Tuning bekommt. Und ich ziehe das einfach mal auf, dass es deutlicher wird. Klingt also wirklich schon mal verstimmt irgendwie, ne? Ja, damit kommst du natürlich noch näher in Richtung an echtes altes Klavier, das irgendwo im Keller steht, und mit diesem Regler kannst du ja im Prinzip sagen, wie lange es zurückliegt, dass es das letzte Mal gestimmt wurde. Ja, genau. Es gibt auch hier noch mal diesen Condition-Regler. Also da kann man das wirklich noch mal ganz, ganz extrem verstimmen, wenn man das will. Sehr schön. Und man sieht das ja auch direkt an der Oberfläche auch, was Ja, passiert, das wenn du ist den wirklich Regler verrückt, ne? verstellst. Herrlich. Ja, Vergilbt alles so schön. es ist lustig. So, jetzt klingt es wieder normal. Noch eine sehr schöne Sache ist das Note-by-Note Tuning, also man kann hier wirklich die Sounds Note für Note einstellen und da kann ich auch hier das Unison Detune im Bassbereich einfach mal ein bisschen stärker machen.
Und hier oben vielleicht auch noch ein paar rein. Weil ein Klavier, das verstimmt sich ja nie so richtig gleichmäßig. Irgendwann ist es ja wirklich auseinander. Und das kann man wirklich mit all diesen Parametern hier, mit Hammer Noise, mit der Hammer Hardness und so weiter, das kann man alles für jeden einzelnen Ton einstellen. Und das ist schon eine krasse Möglichkeit, um ja, einen Wahnsinn. Individuellen Sound zu finden. Also das ist schon wirklich sehr, sehr DIY dann. Ich habe noch eine Funktion gefunden, die ist ganz krass. Also wenn man jetzt in die Richtung gehen möchte, dass man einen abgedrehten Sound haben möchte, ich kann die Duplex Scale hier nochmal hochziehen und die String Resonance. Es schwingt jetzt mehr. Und dann gibt es hier das Blooming, das betrifft die Obertonentwicklung. Oh. Und ich kann die Saitenlänge jetzt einfach mal total kürzer machen. Jetzt mache ich es noch kürzer, das wird schon so fast, das klingt schon fast wie eine Wanduhr. Ja, das ist natürlich ein absolutes Paradies für Sounddesign. Ja, total. Wahnsinn. Absolut. Dann hätte ich noch im Angebot Originals Feldpiano von Spitfire Audio. Das gibt es recht günstig. Und das ist ein richtig schön charmantes kleines Klavier. Ja, wieder die gleiche Charakteristik, aber ein ganz anderer Sound. Finde ich auch. Immer witzig. Ja, also den, wie gesagt, den gibt es ganz günstig in dieser Originals Library von denen. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach. Man kann hier die Hammer einstellen, dass sie lauter. Dann hat man diese Nebengeräusche mehr. Und dann gibt es eben ein Kondensermikrofon oder ein Ribbon-Mikrofon. Was hast du noch am Start? Ja, da kann ich vielleicht anschließen mit noch einem Instrument, was ich ziemlich speziell finde. Und für mich war es tatsächlich das erste Feldpiano VST, das ich entdeckt habe. Genau, hier haben wir das Woodchester Piano. Und das ist tatsächlich die erste Library, die ich in diese Richtung entdeckt habe. Und die hat auch einen ganz speziellen Sound. Also man merkt schon, da sind sehr viele Nebengeräusche im Spiel. Auf jeden Fall. Und es hat einen ganz tollen, holzigen Sound. Mhm. Ja. Es klingt wieder anders. Ja, es klingt wieder vollkommen anders. Es ist wirklich, also ich finde den Sound sehr speziell. Und dann haben wir noch so ein paar Einstellungen. Also dieses obligatorische Color, was man eigentlich ja bei jedem Instrument hat, womit man zum Beispiel, ich stelle den mal, der war jetzt so eher schon in die brillante Richtung eingestellt. Ich stelle den mal auf 0. Was man dann natürlich noch machen kann, ist, man kann hier das Pedal Noise einstellen. Also wenn ich das Sustain-Pedal trete, hört man jetzt so ein bisschen, wenn ich das weiter aufdrehe. Oh ja. Dann ist das so zum normalen Spielen, lässt man es vielleicht eher in so einer mittigeren Einstellung. Genau.
Genau, und dann haben wir hier noch eine Einstellung, die ich sehr witzig finde. Ob ich sie jetzt besonders oft verwenden würde, ist die Frage, und die heißt Pianist. Wenn ich das hier aufdrehe, dann mal schauen, was passiert. Diese ganzen Geräusche da im Hintergrund, also das warst jetzt nicht du, sondern das kam aus dem Plugin. Richtig, das kam aus dem Das Plugin. ist ja super. Und ja, wenn man das vielleicht so auf 50 stellt, so ist es zumindest nicht mehr so auffällig. Ja, aber das ist, macht so eine total irre Atmosphäre. Das, also dieses Knarren irgendwie, der Stuhl knarrt ein bisschen. Und das ist ja toll. Ja. Genau, ich finde es ganz nett. Trotzdem, also wenn ich Musik produziere, dann würde ich es eher vielleicht so ein bisschen ganz subtil dazu fahren. Ja, ich glaube, das bringt es total, weil letztendlich haben wir ja bei den Plugins total sauber aufgenommene Instrumente und das wirkt schon fast ein bisschen klinisch sauber. Auch wenn die so Nebengeräusche machen, aber es ist halt diese Studioaufnahme, das ist so irre sauber. Ja. Wenn man dann so ein bisschen Atmosphäre, so ein bisschen Rauschen und Knarren da reinspielt, das irgendwie mal so zum Vorschein kommt, tolle Sache. Genau, das kann nicht Super. schaden. Und dann noch eine witzige Sache, die jetzt auch wieder so ein bisschen in Richtung Sounddesign und Producing, Scoring geht, ist dieses Atmosphere Intensity. Und zwar haben wir hier rechts so verschiedene Layer und das sind unterschiedliche Klänge, die dann und wann mal zum Klang dazu gefahren werden. Und zwar kann ich das jetzt mit dem Modulationsrad, hier bei dem Piano ist das so ein Regler, kann ich das jetzt aufdrehen und kann damit spielen. Und da aber dann eben so verschiedene Ebenen wie Raw, Age, Dream, Clouds. Wenn ich das jetzt alles mal ganz hochfahre, klingt das so. Und damit kann man, finde ich, ganz schön spielen, indem man das eben nur partiell dazu fährt. Also Ja, ich denke, das muss man auch machen, weil sonst klingt es sehr, sehr künstlich, ne? aber so als Effekt finde ich das auf jeden Fall ganz schön. Jetzt haben wir wieder einige Plugins gesehen, gehört. Und es ist schon ganz schön schwierig zu sagen, was ist denn jetzt das Beste? Ich glaube, das gibt's gar nicht. Ich glaube, auch hier können wir keinen Sieger küren. Die sind alle Das ist so unterschiedlich. Und es ist eine total subjektive Sache. Also ich mag zum Beispiel dieses Plugin, dieses Woodchester Piano, mag ich unheimlich gerne. Aber ich habe mal versucht, das auch live zu spielen und dafür ist es nicht unbedingt die beste Wahl. Da würde ich dann doch eher auf Noah gehen oder auf Pianotech gehen. Oder natürlich, seitdem es die jetzt auch in Stage-Pianos gibt, natürlich einfach in so einem Hardware-Piano. Absolut, haben wir ja gesehen, dass die eigentlich auf diese Spielbarkeit, vor allem ja, für Live-Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die haben mir auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber da, wie gesagt, ich bin dann doch eher auf diese Details aus und daran hat man ja auch so ein bisschen Spiel- und Hörspaß dann. Ja, irgendwie die Mischung macht's, ne? Ja, ich meine, das Schöne an so einem Plugin ist natürlich auch, man kann sich ein bisschen was aufnehmen, kann das dann anhören und kann dann, während man das abspielt, noch ein bisschen an den Parametern drehen und kann diese Nebengeräusche so ausbalancieren, dass sie einen nicht stören, aber dass sie halt Ja, diese ja. Atmosphäre geben, die man halt haben will.
Ja, absolut. Das ist eine Studioanwendung. Das ist auch, finde ich, eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, das beste Plugin oder das beste Feldpiano gibt es nicht, aber es kann nicht schaden, alle vielleicht mal auszuprobieren, mal anzuspielen, mal zu Ja. gucken, welches gefällt einem denn am besten. Was will man überhaupt machen? Will man einfach zu Hause ein bisschen für sich spielen? Will man eine Filmszene untermalen oder will man das wirklich mit der Band einsetzen? Und davon abhängig dann machen, für welches man sich dann entscheidet. Kann ich so unterschreiben. Ja, alles klar. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, was ist das beste Piano VST?